Aber Roland, ich bin ja gar nicht so gut gelaunt, muss ich sagen. Heute Morgen beim Duschen habe ich dem Holger Douglas beim TE-Wecker zugehört, ja, wie ich es immer mache. Und da bin ich fast ausgerutscht in der Badewanne, weil der wieder erzählt hat, die SPD plant allen Ernstes Steuererhöhungen im großen Stil. Ja, 100 Milliarden sind sie. 100 Milliarden im Jahr. Ja, aber also, wie können Sie das denn machen? Ich meine, deshalb bin ich auch hergekommen. Ich habe, weißt du, Wein hin oder her. Wie betrifft mich das denn? Ist ja bestimmt bei der SPD nur für die ganz Reichen und so, ne? Du musst das in der Tagesschau anschauen. Ja, warum? Weil die Tagesschau hat gesagt, es gibt zwar wahnsinnige Steuererhöhungen, ja. Aber 95% der Leute werden entlastet. Also, man muss mehr Steuern zahlen, aber ist nicht so schlimm. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, die tun ja immer so, als würden nur ein paar Multimillionäre das bezahlen, ja. Wir nicht. Ne? Aber ich sage ja auch so, Roland, ich brauche ja gar keine Steuererhöhung, um ärmer zu werden. Ja? Also es gibt ja das, alles andere wird ja auch einfach wahnsinnig teuer. Und ja, gut, dann auch die Steuer dazu, jetzt die 19% für die Wirte und so. Oh das ist doch ganz einfach. Ja? Innerhalb von 2 Jahren haben sich deine Lebensmittelpreise verdoppelt. Ja, das weiß ich. Ja. Also statt 100 Euro kaufst du jetzt für 200. Das weiß ich. Deshalb bin und ich was ist mit der Steuer? Mit der Steuer? Keine Ahnung. Ja, 19%. Ach so, ja, da also kommt auch mehr rein. Ah, da werden die Zahlen geschönt. Das ist schon 38%. Ja, ach so, da werden die Zahlen geschönt. Das heißt auf also wenn du es berechnest auf den 100, ja? Zahlst du jetzt 38% Mehrwertsteuer. Oh Gott, ja. Deshalb bin ich so arm. Weißt du, ja? Ich sitze zu Hause und merke so von so einem Leben, wo man gesagt hat, ach, läuft ganz gut, ich fahre manchmal in Urlaub oder ich gehe ab und zu mal ins Restaurant. Weißt du, mit meiner Frau und Kleinen 2 Weine trinken in der Kneipe nebendran, das machen wir nicht mehr, weil ich die 22 Euro für die 2 Weine einfach nicht mehr aufbringen kann. Ja, ist doch gut. Bleibst du mehr zu Hause? Bleib ich mehr zu Hause, ist gesünder. Ja, immer diese ganze Rumfahrerei, immer dieses CO2. Ja, ja. Denk dran, du musst ja auch CO2-Steuer zahlen. Ja, genau. Also die CO2-Steuer fürs Heizen, fürs Fahren, alles, das sparst du dir. Ja. Wenn du zu Hause bleibst, ja, dann sparst du dir CO2-Steuer. Ach, jetzt verstehe ich. Also die SPD ist ganz vernünftig. Ja, ja. Ja, die sagen, okay, wir müssen Geld reinkriegen, wo immer wir können. Wir haben schon durch die viele Mehrwertsteuer kommt schon was rein. Und jetzt nehmen wir den noch mehr ab. Ja. Weil das ist ja gerecht. Ist so, ja. Wenn du nichts hast, ist gerecht. Ja, also wie betrifft mich das? Also ich muss auf jeden Fall blechen. Ja, du musst auf alle Fälle zahlen. Also wer denn sonst? Ja. Ja. Ich meine, du bist kein Beamter, du bist nicht im öffentlichen Dienst. Nee. Also kriegst du keine 3.000 Euro Nein. Inflationsausgleich. Du kriegst keine 10% Lohnsteigerung wie bei ARD und ZDF. Nein. Kriegst du auch nicht? Nein, kriege ich alles nicht. Aber ich muss es bezahlen. Aber du musst es bezahlen. Ja, also irgendeiner muss ja, also ich bezahle dann dem Herrn Kleber oder dem Herrn, wie heißt der Linke da beim Monitor, deren Inflationsausgleich zahle ich mit. Den zahlst du mit. Ah, verstehe. Deswegen müssen ja die Fernsehgebühren hoch. Ja, das ist auch ganz gut, dass die Gastronomen jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr blechen, ja, weil da kommt ja ein bisschen was rein und da kann man das mit gegenfinanzieren. Genau. Mhm. Ja. Ja, ich weiß, bei mir bricht ja alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Ich hatte ja ein bisschen gehofft auf Altersvorsorge. Ich erb ja mal ein Häuschen, ja, so ein paar. Aber das haben sie doch schon längst weggeweckt. Das ist doch der Habeck mit dem Hammer. Ja, und hat dein Häuschen schon zu. Das hast du mir ja schon erklärt, weil ich habe gedacht, okay, das ist attraktiv, man braucht Häuser, das verkaufe ich dann. Oder ich ziehe selbst ein. Ja, ich wollte selbst einziehen. Aber ich kann nicht selbst einziehen mehr jetzt, weil ich den Heizhammer nicht finanzieren kann. Ja, also ich brauche 100.000, glaube ich. 200. 200.000. Der Habeck ist ja so ehrlich, das hast du bei der göttlichen Israel. Das ist ja das Tolle. Er sagt, das kostet jetzt 200.000 pro Haus. Ja, das ist für mich halt ein kleines Problem, weil das Haus ist nicht viel mehr wert. Ja? Und dann gibt mir meine Bank keinen Kredit mehr. Ja, da kann man dir ja schnell helfen. Ja, wieso? Inwiefern? Ja, tja, ja. Da gibt es so Firmen, so. Ja. Wie heißt die vom Merz, von Friedrich Merz? BlackRock, ja. Schwarzer Fels, das passt. Der Schwarze Fels kommt zu dir oder sagen wir mal die KfW. Ja, wo in Frankfurt alle arbeiten. Wo alle arbeiten, ich weiß. Ja, oder sonst irgendeine Kommunalbank und sagt, Herr Winter, Ihr Haus, Sie haben doch bloß Ärger, Heizung raus, Fußbodenheizung rein. Ja. Das bringt doch alles nichts. Ja. Sagen Sie mal, 30.000 Euro bar auf die Hand. Ach, 20 reicht auch. Und ich muss. Ich habe gar keine Wahl.
Was du musst? Ja, ich muss ja den Heizhammer einbauen. Ja, 0 oder 200.000 zahlen. 20.000 kriegen oder 200.000 zahlen. Oh, da muss ich mich ja jetzt schwer umstellen. Du. Das ist jetzt, und ich meine, selbst wenn du das machen würdest mit dem Heizhammer, denk mal dran, dann kommt Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer. Und die auch noch erhöht wird von der SPD. Ja, und dein Haus wird ja auch immer mehr wert, weil das ist doch das Schöne an der Inflation. Ach so. Die Zahlen werden immer größer, damit werden die Steuern immer größer, aber du hast immer weniger. Ja, das merke ich ja gerade. Nur jetzt frage ich mich natürlich, wenn es ganz vielen Leuten so geht wie mir, wer kauft denn so eine Bruchbude dann noch? Aber der hat doch gerade gesagt, der BlackRock oder die Gemeinde, weil die brauchen ja Häuser. Warum? Ja, entschuldige, wir haben 5 Millionen Flüchtlinge in dem Land und keine Wohnungen. Ja, jetzt kommen ja die ganzen Afghanen noch. Ja, stell dir das vor, die ganzen Afghanen, die in Pakistan waren. Afghanen in Pakistan, ja. Das sind ja alles Ortskräfte, die müssen jetzt alle nach Deutschland. Wieso waren das jetzt Ortskräfte? Ja, die waren ja vor Ort. Ach, die waren vor Ort in Pakistan, deshalb Ortskräfte. Kräftige junge Männer, die vor Ort waren. Die Ortskräfte, jetzt verstehe ich. Und die werden jetzt dahin gefahren, wo die Flugzeuge vom Außenministerium eben schon auf sie warten. Weil denen kann man ja nicht zumuten, den Taliban, den wir immer bekämpft haben. Ja, ist ja klar. Also, die wollten ja den Taliban immer haben, jetzt haben sie ihn, jetzt ist wieder nicht recht. Na, jetzt brauche ich natürlich, da brauchen die natürlich jetzt Wohnungen. Ja, oder? Ja, weißt du, das ist ganz klar. Oder jetzt die Palästinenser, die noch kommen. Ja, wahnsinnig. Ja. Man, stell dir mal vor, wo sollen die denn hin? Ja? Der Ägypter will sie nicht, der Jordanier will sie nicht, der Syrer will sie nicht, der Katar-Fürst will sie nicht, der Golfscheich will sie nicht. Ja. Alle, obwohl da so viel Platz ist? Alle diese muslimischen Staaten sagen, diese Muslime wollen wir aber wirklich nicht. Ja, weil die Saudi-Arabier zum Beispiel so wahnsinnig arm sind, die können die nicht aufnehmen. Ach, völlig, mit diesen Milliarden, da wären ja ein paar Milliarden weg, die waren die doch. Also gut, die kommen also alle hierher. Früher oder später kommen die alle her. Da brauchen die natürlich mein Häuschen. Ja, brauchen die natürlich. Ich meine, nee, das ist natürlich zu klein, da müssen wir natürlich auf dem Grundstück was Größeres bauen und so weiter. Ich verstehe das schon, da kommt der Wohnblock hin und so und 6 Stockwerke und quadratisch praktisch gut. Ja, das kriegen die durch? Ja? Also das SPD, ich meine, das war jetzt ein Beschluss vom Parteitag, aber ich meine, kommt das alles durch? Also jetzt mit den Häuschen verkaufen ist ja schon durch Habeck, aber jetzt mit der Steuererhöhung zum Beispiel, kriegen die das immer alles durch? Das ist da gar nicht sein. Wozu haben es denn die FDP? Ach so, die FDP. Die FDP sagt nein. Ja. Die FDP sagt, Herr Kubicki sagt überhaupt auf gar keinen Fall, nicht mit mir. Ja, der Kubicki gefällt mir. Und dann stimmt er dazu. Ja, der Kubicki hat dafür gesorgt, dass ich die FDP noch mag, weil er immer das sagt, was ich hören will. Und ich gucke dann später nicht nach, wie er abgestimmt hat. Genau. Das tut doch keiner, wer wählt schon und sagt, hey, der Kubicki hat das Gegenteil von dem abgestimmt, was er gesagt hat. Ja. Das macht er ja immer. Das macht er ja immer. Aber keiner merkt es. Und vorne kann man mal ein bisschen dann den Blick machen. Genau. So wie Friedrich Merz so ein bisschen. Ja? Die kleinen Paschas und so weiter. Und dann gibt es was auf die Ohren. Und dann ist er wieder weg. Und wird der Herr Maaßen wieder verfolgt. Ja, also du hast ja hier, wie gesagt, wie du gesagt hast, also die FDP ist dafür da, dass die SPD ihre Steuern kriegt. Und wenn ein Regierungswechsel ist, bleiben die Steuern, auch weil die CDU sagt, wir brauchen, wäre ja blöd, zur Steuer zu senken. Ja, und wer zahlt denn das alles? Also wenn jetzt so Leute wie ich kein Geld mehr haben und es kommt nichts mehr rein steuermäßig, weil sie nicht arbeiten, wie geht denn das dann? Schulden, ja. Also die SPD will ja auch die Schuldenbremse lösen, dann kann sie unendlich viel Schulden machen. Und man muss das Geld noch nicht mal mehr drucken. Endlich mal weg, weißt du, von dieser Bremse. Ich meine, das ist in Deutschland nicht vor. Ja. Bremse ist ja schlecht. Ja. Ja. Der Wagen muss rollen. Kein Investitionsstau entstehen. Überhaupt nichts. So also die Bahn erhöht dauernd die Preise, da braucht sie auch mehr Geld. Ja, ist schon klar. Jetzt ist aber die Frage, Roland, wenn jetzt die Leute wie ich, die also ihr Häuschen aufgeben müssen als Altersversorge, wo gehen wir denn dann hin, wenn die Miete immer höher wird, Inflation, wir die Miete nicht mehr bezahlen können, wo gehe ich, so Typ wie ich dann einfach so hin? Arbeiter Wohlfahrt? Altersheim. Ins Altersheim. Das ist wirklich gemein. Ja, also Roland, ins Altersheim. Muss ich dann, oder? Arbeiterschließfach nicht für das. Ja, da muss ich hin. Ne? Aber das mache ich nicht. Ich war schon dran im Krankenhaus und im Altersheim. Und da habe ich einfach das Personal nicht verstanden. Ja, aber das macht doch nichts. Wieso? Ja, du hörst doch eh nichts mehr. Ach so, stimmt. Ich höre zunehmend. Du hörst nichts, dann kommt doch der zu dir Inshallah sagen. Also, auch so. Ist oder egal, wenn ich nur... Ja, das ist dem völlig wurscht. Ein Hörgerät kriege ich eh nicht. Ein Hörgerät kriegst du, du hörst ihn eh nicht. Ja, gut, dann ist es auch egal, wenn er mich halt falsch behandelt, oder?
Ja, mein Gott, Falschbehandlung oder du wärst heute dann wenigstens nicht weggespritzt. Ja? Ja, ach so, da werde ich mehrfach geimpft und dann bin ich ganz schnell weg vom Fenster und dann ist das Problem auch im Winter gelöst. Genau. Das ist doch eigentlich ganz schön. Ja. Zwar suizidal, aber irgendwann muss man auch mal den sauren Apfel beißen. Entschuldigung, Deutschland, wer hat davon gesprochen, dass hier nur Deutsche leben sollen? Niemand. Also, niemand. Wo steht das? Ja. Ich bin aber trotzdem ein bisschen traurig, dass ich quasi im Altersheim jetzt schon bald weggespritzt werden soll, Roland. Das macht mich sehr traurig.